Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt das Frage-Antwort-Video und ja, ich werde heute auf jeden Fall ein paar Fragen beantworten, die ihr unter diesen einen Post schreiben konntet, den ich mal vor so einer Woche oder so oder zwei Wochen auf dem Community-Post gepostet habe. Und ja, mal schauen, was da auf jeden Fall alles gefragt worden ist und ich werde auf jeden Fall im Hintergrund eine Obby machen. Und ich sehe gerade, irgendwie ist mein Gesicht ein bisschen merkwürdig oder war es schon immer so? Ich weiß es gar nicht, Leute. Aber ich glaube, das war schon immer so. Naja, egal. Ich hätte gesagt, wir fangen an. Gleich nach dem Intro. So, Leute, die erste Frage, die gefragt worden ist, ich muss kurz schauen, in welche Richtung wir müssen hier, perfekt, ist, wie bin ich auf YouTube gekommen oder halt so ähnlich, ich tue die Fragen ein bisschen umformulieren. Wie ich auf YouTube gekommen bin, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr lustige Geschichte und zwar habe ich damals durch einen ehemaligen besten Freund, ja, YouTube überhaupt entdeckt und da habe ich auf jeden Fall YouTube gemacht. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich mehrere YouTube-Kanäle hatte und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall nur noch Action Wolf und das ist auch der Kanal, der am meisten durch die Decke gegangen ist. Die anderen sind nicht über 50 Abonnenten gekommen, die ich davor hatte. Und jetzt bin ich schon bei 2230 Abos. Ist auf jeden Fall mega krass. Und ja, danke auf jeden Fall, Leute. Aber ja, ungefähr so bin ich auf YouTube gekommen durch einen ehemaligen Freund. Und ja, der hat mir auf jeden Fall YouTube gezeigt und dann habe ich halt einen YouTube-Kanal gemacht. Dann wurde gefragt, machst du irgendwann nochmal Roleplay-Videos? Ja, habe ich auf jeden Fall auch vor. Die Frage ist bloß, was für welche und mit wem. Die erste Sache ist auch die, dass die ganzen Videos, was Roleplay-mäßig betrifft, sehr aufwendig sind zu schneiden und auch halt zu bearbeiten. Und deswegen ist das das erste Problem, weil ich auch wegen der Schule wenig Zeit habe. Und das nächste ist halt, mit wem soll ich die Roleplays halt aufnehmen? So. Deswegen, ich bin momentan noch am Überlegen, aber vielleicht irgendwann werden bestimmt bald wieder Roleplay-Videos kommen. Erstmal bin ich glücklich, dass ich überhaupt irgendwelche Videos hinbekomme, weil ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, aber ja, so langsam wird's auf jeden Fall. Dann wurde gefragt, wie bist du darauf gekommen, in deinen Livestreams Roblox oder Minecraft zu zocken? Naja, das hat sich halt einfach so ergeben. Die ersten Videos, die hier halt auf meinem Kanal waren, die waren halt so Reaktionsvideos und danach hat sich das halt einfach ergeben, dass ich Roblox-Videos hochlade und ja, dadurch sind halt dann Roblox-Livestreams entstanden. Also ich habe davor noch Minecraft gezockt, meinem Livestream, das war ja mein erster Livestream und ja, dann kam halt so langsam Roblox. Das ist auf jeden Fall so grob die Geschichte, wie ich auf Roblox und Minecraft gekommen bin und warum ich das überhaupt immer livestreame und so. Danach wurde noch eine ganz wichtige Frage gestellt und zwar, wie viel Geld hast du in YouTube investiert mit Setup und allem drum und dran oder so? Man kann ungefähr sagen, all das Geld, was ich in mein ganzes Setup investiert habe, ist ein bisschen schwierig auszurechnen. Einfach aus dem Grund, weil ich manche Sachen habe, die ich investiert habe, die gar nichts mit so YouTube zu tun haben oder halt, ja, ich weiß nicht, die halt zu meinem Setup gehören, aber eigentlich, ja, wie schon gesagt, nichts mit YouTube zu tun haben. Wie zum Beispiel mein Fernseher. Den nutze ich für YouTube jetzt nicht unbedingt, aber der gehört irgendwie trotzdem zu meinem Setup. Und ja, deswegen ist das Ganze ein bisschen schwierig zu sagen. Ich kann das Ganze bloß schätzen mit allem drum und dran. Ich habe auch viele verschiedene Sachen. Sprich halt, ich habe einen Beamer, ich habe noch eine Leinwand, ich habe drei Monitore und ein paar andere Sachen. Ein PC halt, ein Fernseher, Lautsprecher und. Also man kann ungefähr sagen, vielleicht mein ganzes Streaming-Zimmer oder halt mein ganzes Gaming-Zimmer, was ich hier unten habe, würde vielleicht so, sagen wir mal, so circa, ich weiß nicht, 6.000 bis 7.000 Euro kosten. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Man kann auch sagen, dass all mein Geld, was ich jemals mit YouTube verdient habe, ja, im Prinzip alles in das Setup reingeflossen ist oder halt in coole andere Projekte. Ich habe ja jetzt zum Beispiel ein neues Projekt am Laufen für Weihnachten schon, weil man muss das Ganze ja schon mal vorplanen und ich kann auf jeden Fall sagen, es wird cool. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kann das Ganze gut umsetzen. Es hat auf jeden Fall was mit YouTube und TikTok zu tun und ja, die nächste Frage ist, zeigst du dich bald in echt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Die Sache ist die, eigentlich habe ich das Ganze nicht vor, auch nicht irgendwann später, weil die Sache ist einfach die, was viele wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich zeig mich ja nicht aus dem Grund, weil ich irgendwann so, ich weiß nicht, so ein Special-Video draus machen will, wann ich mich halt zeige oder so. Ich zeig mich einfach aus dem Grund nicht, weil ich halt einfach nicht auf der Straße erkannt werden will. Ich möchte halt eigentlich nicht drauf angesprochen werden, so mit meinem YouTube oder mit meinem TikTok, weil die Sache ist, die Leute, ich habe jetzt halt eine gewisse Reichweite so. Und wenn jetzt zum Beispiel auch Leute wüssten, dass ich YouTube mache oder dass ich halt TikTok mache und die sehen halt meine Follower, dann kommen halt immer die Leute an, die halt zum Beispiel auch bloß dein
deine Abonnenten oder deine Reichweite eher gesagt sehen. Und die wollen halt im Prinzip bloß, ja, deine Reichweite haben und sind halt dann so Art Fake-Friends, kann man sagen. Die befreunden sich dann halt zum Beispiel auch bloß mit dir an, nur weil sie halt deine Reichweite haben wollen. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe. Und ja, der zweite Grund ist zum Beispiel auch, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht angesprochen werden will von Fans, die dann zum Beispiel die ganze Zeit, wenn ich privat mit irgendjemandem unterwegs bin, mich halt einfach, ja, ansprechen oder so halt auf der Straße, weil ich finde das irgendwie ein bisschen blöd. So, bei manchen Situationen würde ich es halt verstehen, so, da ist es in Ordnung, aber so, ich weiß nicht, es gibt ja bestimmt auch manche Fans, die dann dir die ganze Zeit hinterherlaufen und dich dann wirklich massiv, ja, nerven, und das ist halt ein bisschen sehr blöd und das finde ich halt gar nicht in Ordnung. Und deswegen, ja, ich habe momentan auch gar nicht so richtig Lust, mich zu zeigen. Vielleicht kommt irgendwann dieser Tag, wo ich sage, ja, okay, das könnte ich machen, aber momentan habe ich irgendwie keine so große Lust, mich zu zeigen. Momentan bin ich der ganz normale Action-Wolf. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wie schon gesagt, wo ich mich zeigen werde. Weil das Ganze ist halt auch eine riesige Entscheidung, weil wenn ich jetzt sage, ich zeige mich und ich am nächsten Tag sage, ich habe keinen Bock mehr, dass jemand weiß, wie ich aussehe, dann, ja, ist ein kleines Problem, weil ich habe mich ja dann schon gezeigt. Deswegen, ich muss da halt mir das genau überlegen, was ich dann mache, und deswegen ist sowas auch eine sehr schwierige Entscheidung. Danach kommt die nächste Frage. Was war dein schlimmster Unfall? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, eigentlich jeder Unfall ist eigentlich schlimm, weil jeder Unfall hat was an sich, was nicht gut ist, und deswegen, ja, würde ich sagen, jeder Unfall ist gleich schlimm. Es gibt irgendwie keinen schlimmsten. Dann wurde noch gefragt, bist du mit der Schule fertig? Mit der Schule bin ich noch nicht fertig. Ich werde auch weiter Schule machen. Also ich bin momentan 9. Klasse. Die Sache ist die, ich werde wahrscheinlich danach noch Abitur machen. Heißt, ich habe noch bis zur 13. Klasse und ja, da habe ich noch ein bisschen Schule und danach werde ich das Arbeiten anfangen. Oder vielleicht ist bis dahin YouTube so groß, also da habe ich vielleicht so viel Reichweite und verdiene schon so gutes Geld, dass ich sagen kann, ich kann von YouTube leben und dann, ja, kann ich vielleicht YouTube als Job machen. Das wäre auf jeden Fall auch ein sehr geiler Job, aber erstmal will ich auf jeden Fall mein Abitur machen und danach will ich auf jeden Fall beim Fernsehen anfangen, weil ich habe irgendwie Bock, beim Fernsehen zu arbeiten. Dann kommt die nächste Frage, oder eher gesagt, glaube ich, zwei Fragen, genau. Wie kannst du auf YouTube-Ideen zumachen? Ich glaube, er meint, wie ich auf die YouTube-Ideen komme oder so, weil ich check nicht ganz, was er damit meint. Aber ich komme auf jeden Fall immer auf die YouTube-Ideen, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie schlafe oder so, oder wenn ich irgendwo sitze, dann fallen mir irgendwelche YouTube-Ideen ein und dann setze ich die einfach um. Und ja, das ist auf jeden Fall so, wie ich auf meine YouTube-Ideen komme. Und ja, hat dich irgendjemand dazu motiviert, YouTube zu machen? Ja, damals auf jeden Fall mein ehemaliger bester Freund, der hat das damals ja mir gezeigt und ich würde jetzt nicht sagen motiviert, aber er hat es mir halt gezeigt und dadurch bin ich ja, wie schon gesagt, auf YouTube gekommen und ja, dadurch habe ich YouTube auf jeden Fall gemacht und motivieren tun mich halt alle meine Freunde und halt meine Eltern. Ja, das kann man ungefähr grob so sagen. Danach wurde noch gefragt, wo wohnst du und macht dir YouTube Spaß und kann ich mal in deinem Video mitmachen? Also zu der ersten Frage auf jeden Fall, wo ich wohne. Ich kann dir bloß sagen, ich wohne in Bayern, weil genau einen Standort kann ich dir schlecht sagen, weil sonst würdest du vor meiner Haustür stehen. Das wäre nicht so schlau und ja, ich zeig mich ja nicht und deswegen, ja. Danach, was willst du erreichen? Also erreichen, ich habe jetzt irgendwie momentan keine so großen Ziele. Also man kann ungefähr sagen, ja, immer diese großen Zahlen, wie jetzt zum Beispiel 10.000 Abonnenten oder 100.000 Abonnenten, das sind halt schon so Ziele vielleicht, aber ich bin euch ganz ehrlich, Leute, ich bin glücklich mit dem, was ich jetzt momentan schon habe, weil ich weiß nicht, vor ungefähr 2 Jahren hätte ich noch nicht mal gedacht, dass ich diese Zahl jemals erreichen werde oder irgendwann mal erreichen werde. Und ja, deswegen, ja, ich habe keine großen Ziele. Ich bin glücklich mit dem, was momentan so ist und das passt auch. Dann wurde ja noch gesagt, macht dir YouTube Spaß? Wenn YouTube mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es nicht mehr machen. Das sagt ihr ganz ehrlich. Weil warum sollte ich YouTube machen, wenn es mir keinen Spaß macht? So. Jetzt kommt noch die letzte Frage, was er gefragt hat. Kann er mal in einem Video mitmachen? Er kann vielleicht irgendwann mal in einem Video mitmachen. Also ich habe auch überlegt, vielleicht irgendwann mal so Community-Projekte zu starten. Das Ganze ist halt bloß alles ein bisschen schwierig. Einfach aus dem Grund, weil YouTube ja sagt auch, dass du YouTube erst ab 13 Jahren machen musst. Also da müsstest du halt über 13 sein so. Dann müsste ich halt mir auch irgendwie so die Berechtigung halt einholen irgendwie, dass ich deine Stimme verwenden will, weil ich möchte halt schon irgendwie abgesichert sein. Und ja, deswegen, ja, ich kann es dir schlecht sagen. Vielleicht irgendwann. Ich habe es auf jeden Fall vor.
vor. Und ja, wir werden sehen. So, und jetzt kommt noch die letzte Frage, Leute. Und zwar, willst du mal jemanden in Roblox adden? Also in Roblox adden ist ein bisschen schwierig, weil ich habe zu viele Fans einfach. Das verstehen die meisten auch bis heute nicht. Die Sache ist die, Leute, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ich, wie ihr jetzt zum Beispiel nur, sagen wir mal, 20, 30 Freunde habe in Roblox. Nein, ich habe ja dann irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Freunde, weil ich habe so viele Follower auf TikTok, ich habe so viele Follower auf YouTube und deswegen kann ich nicht jeden von euch adden. Und die Leute, die ich als Freunde habe, die sind halt meine echten Freunde. So, das sind Leute, die ich im echten Leben kenne, die halt meine besten Freunde sind. Wisst ihr, die sind keine Fans und das ist halt der Unterschied. Deswegen habe ich die auch als Freunde, weil mich manche gefragt haben, warum ich 3 Freunde habe, aber sie selber nicht angenommen werden. Ja, das ist auf jeden Fall der Grund, weil es halt, wie schon gesagt, meine echten Freunde sind und keine Fans. Und alle Fans, ihr müsst mir halt einfach auf Roblox folgen, weil ja, anders geht das Ganze nicht. Roblox hat eine Sperre reingemacht, dass ich leider bloß 200 Freunde annehmen kann. Ich habe 700 Follower, das sind 500 Leute, die noch übrig sind und ja, die sind dann diejenigen, die nicht meine Freunde sein können und das ist halt dann unfair und deswegen, alle, die meine Fans sind, müssen mir folgen. Ja, so Leute, ich hätte gesagt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und auch keine neuen Livestreams. Und dann, Leute, hätte ich gesagt, wir sehen uns zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Und ja, haut rein. Ciao, ihr Action Wolf. Ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.